Als Erwachsener noch einmal bei den Eltern einzuziehen, können sich wohl die wenigsten Menschen vorstellen, da kann es schon einmal krachen. Diese Erfahrung machten auch Sänger Lukas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger, als sie für ein paar Monate zu seinen Eltern zogen. Stell dir vor, du bist fast 50 und ziehst wieder zu deinen Eltern. Diese Erfahrung machte Sänger Lukas Cordalis, 51. Mit seiner Frau Daniela Katzenberger, 32, und der gemeinsamen Tochter Sophia, 3, zog er für ein paar Monate zu seinen Eltern Costa, 74, und Ingrid Cordalis nach Mallorca. Lukas und Daniela waren dort selber auf der Suche nach einer gemütlichen Bleibe. Doch wie in der RTL2-Doku Familienglück auf Mallorca nun zu sehen ist. Lief das Leben der drei Generationen unter einem Dach nicht immer ganz harmonisch ab. Streit kommt in der besten Familie vor. Zwischen Daniela und ihrer Schwester Jenny kriselte es immer mal wieder heftig. Im Video oben zeigen wir euch, was Daniela und Lukas im Gespräch mit bunte.de dazu sagen. Lukas gibt offen und ehrlich zu, als wir zu meinen Eltern gezogen sind, das hat eher die Familie auseinandergetrieben. Wir saßen so eng aufeinander, dass es da fast täglich irgendwie gekracht hat, bis die Funken flogen. Auch wenn Daniela ein sehr enges Verhältnis zu ihren Schwiegereltern hat. War es auch für sie nicht immer ganz einfach, Klo und Badewanne mit ihnen zu teilen. Das waren schon so Sachen, die man mit Anfang 30 nicht mehr so geil findet. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass es nicht nervt, erzählt sie mit einem Lachen. Diese Szenen waren ganz schön dramatisch. Im folgenden Video seht ihr, wie Costa von Lukas auf die Bühne getragen wurde. Mittlerweile leben Costa und Daniela schon längst in ihrem eigenen Heim, Lukas sagt. Mittlerweile haben sich die Wogen zum Glück wieder ein bisschen geglättet. Aber da hat echt die Luft gebrannt. Dann ist es ja gut, dass sie nicht mehr so eng aufeinander hocken. Denn so kann das beste familiäre Verhältnis strapaziert werden.